Hallo und willkommen zurück, liebe Leute, hier auf meinem Kanal. Heute ein kleines Infovideo für euch am Rande, weil vielleicht der ein oder andere sich schon gedacht hat und ja, sich fragt, was ist eigentlich mit Starfield passiert? Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Punch Club ist vorbei, war ja angekündigt, dann kommt Starfield. Momentan aber nicht. An was das liegt und was sich jetzt so ändern wird und was in nächster Zeit passiert, das sage ich euch jetzt gleich. Vorweg, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid schön in die Winterzeit gestartet. Apropos Winterzeit, auch da habe ich schon eine Ankündigung gemacht und die wird auch noch kommen. Geplant ist es am Donnerstag vor Heiligabend. Ich weiß gar nicht, welcher Tag das genau ist, müsste ich nachschauen. Ist geplant, ein etwas ganz anderes Video zu machen auf diesem Kanal. Das werde ich auch ein bisschen mehr bewerben, sage ich mal. Ich bin ja nicht so der Typ, ja, hey, hier und so fort und schaut mal mein Video. Aber das ist etwas, das mir sehr, sehr wichtig ist, dass es so viel wie möglich oder ja, wirklich so viel wie möglich nur Leute einfach sehen können. Es ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Video. Ja, aber nur da schon mal Ankündigung, wäre echt cool, wenn ihr dann dabei wärt und euch das Video dann reinzieht. Abgesehen davon, was ist denn jetzt nun mit Starfield? Ja, ihr habt das alles mitbekommen. Es gab eine Pause bei mir. Es gab eine lange Pause. Sogar über 4 Wochen haben wir eine Pause gehabt, wo gar keine Videos mehr kamen, weil mein PC halt einfach Schrott war. Und danach habe ich wieder angefangen mit Minecraft und habe Punch Club mit wieder aufgenommen. Mir war dann aber auch einfach zu viel, 3 Videos am Tag zu bringen. Das bleibt soweit auch. Es werden nicht 3 Videos am Tag kommen. Maximal halt, wenn ich ein Zusatzvideo habe, wenn ich kaum Koop wieder Phasmophobie aufnehmen, Stadtler am Fluss irgendwie eine Runde. Sowas kommt immer mal wieder zwischendurch. Aber ich will keine 3 großen Langzeitprojekte täglich bringen, weil dann bleibt eben die Zeit nicht mehr für dieses eine Video. Ja, aber abgesehen davon ist jetzt Punch Club vorbei und Starfield kommt nicht und es hat einen ganz einfachen Grund eigentlich. Durch diese lange Pause und da ich jetzt so lange raus war, ist die Hype-Phase und diese Lust an dem Spiel momentan nicht so da. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Jetzt auch da die Winterzeit so mäßig begonnen hat, wir jetzt mitten im Dezember sind, ist es für mich auch nicht das Spiel, wo ich jetzt sage, hey, das passt in die Stimmung gerade rein. Deswegen gibt es jetzt eine Planänderung für die nächsten Wochen auf dem Kanal. Und zwar werde ich es schon so machen, dass Starfield kommt. Freut euch aber nicht auf tägliche Videos von Starfield. Ich werde immer mal wieder Folgen bringen, wenn ich mal wieder Bock habe auf eine Aufnahme. Also, es ist wahrscheinlich kein tägliches Let's Play, weil ich nicht die Lust daran habe. Ich möchte aber auch nicht dieses Projekt komplett verwerfen, weil darüber habe ich ja auch eigentlich immer schon geredet. Es war immer schon Ziel von mir, dass ich das Spiel auf jeden Fall euch bringe und auch selber zocke. Da es halt einfach riesig ist und gerade nicht in die Stimmung passt, wird es etappenweise einfach kommen. Ich werde immer, wenn ich mal Bock drauf habe, wieder neue Folgen aufnehmen und die dann auch bringen. Es gibt halt einfach nur keinen Ablauf oder ihr könnt euch nicht drauf gefasst machen, wann genau. Ich versuche natürlich jetzt so früh wie möglich trotzdem anzufangen. Ich habe immer noch alte Folgen. Das ist auch noch mal ein bisschen so ein Thema. Es ist halt schon ewig her und ja, ich möchte aber auch nicht einfach jetzt mittendrin anfangen, wo ihr gar keine Ahnung habt, wo wir waren. Deswegen werde ich die jetzt aber auch trotzdem bringen und da machen wir einfach das Beste draus, hätte ich gesagt. So, dann seid ihr aber selber drauf gekommen.
kommen, so, aber dann ist es ja trotzdem nur Minecraft, das momentan so wirklich läuft. Und da habt ihr recht. Auch das ändert sich. Aber auch ganz anders, wie es zuvor noch nicht auf dem Kanal gab. Und ja, und in der Form habe ich alles schon vorbereitet. Ich habe zwar nicht den besten Upload und ich möchte da natürlich auch erstmal richtig reintesten, aber ich fange an, nebenbei auch Livestreams zu bringen jetzt. In dieser Winterzeit, ich weiß nicht, es ist so früh dunkel, man igelt sich zu Hause ein. Und ich dachte mir so, hey, bevor ich nichts tue, habe ich Bock, einfach mal wieder Streams anzuschmeißen, wie ich es ganz früher gemacht habe, über die Konsole. Was für Streams? Ich habe vor, ein Live-Let's Play zu bringen für euch, mit euch. Und das ist sozusagen das ein bisschen täglich. Ja, täglich werde ich es nicht hinbekommen, aber das ist so das, was das ausgleicht, dass da Starfield jetzt nicht da ist oder Punch Club wegfällt. Und zwar Stardew Valley, Leute. Der eine oder andere hat es vielleicht schon am Thumbnail erkannt. Ich habe Lust auf euch. Auf euch auch. Aber ich habe Lust mit euch und ja, für euch Stardew Valley zu bringen und zu spielen und das alles live. Ganz, ganz wichtig, es ist Stardew Valley mit Mods und das nicht mit wenig Mods. Also ein komplett anderes Stardew Valley wie das Standard. Auch da kommt ja jetzt die 1.6 raus oder 1.16. 1.6 müsste sein. Aber ich spiele es mit komplett vollgeballerten Mods. Ich habe da Anfang, als ich den PC bekommen habe, Anfang meiner YouTube-Zeit einfach nebenbei privat gespielt und ich habe als alles wieder auf den neuesten Stand gebracht und ich habe einfach Lust da einen neuen Charakter zu erstellen, einen neuen Spielstand, weil ich auch einiges vergessen habe und einiges sich auch geupdatet hat. Und dass wir das jetzt einfach dann live-mäßig spielen. Solange halt einfach der Livestream auch wirklich läuft und es relativ flüssig bleibt, muss ich halt einfach testen. Wir können einfach ausprobieren und schauen. Ja, soweit oder so viel dazu. Das ist der erste große Punkt. Dann werden jetzt auch, oder kommt jetzt noch nebenbei, ein neues Rainbow-Video. Das ist ja ein Langzeitprojekt eigentlich von mir, dass ich da immer mal wieder was bringe. Auch das ist ein Punkt. Rainbow Six Siege könnte es gut sein, weil ich mir jetzt auch nochmal einen Splitter gekauft habe, das zu streamen mit den Leutels. Und da, warum nicht? Ich meine, wenn wir eh auf der Konsole da rumdaddeln, warum sollte ich das dann nicht einfach aufzeichnen bzw. für euch als Stream raushauen, damit ihr da Bescheid wisst. Es könnten auch Rainbow Livestreams kommen, aber da kommt jetzt auch ein Video, weil ich mich das erste Mal hingehockt habe und ein paar Runden auf dem PC gespielt habe. Und ja, das waren meine allerersten Runden im öffentlichen Matchmaking auf dem PC. Und als erfahrener, veteraner Konsolenspieler dachte ich mir, das könnte vielleicht eine ganz coole Idee sein. Das kommt jetzt auch die nächsten Tage, also freut euch drauf. Und ansonsten war es das eigentlich schon von mir. Soll gar nicht zu lange sein hier. Was ich noch getan habe, ich habe mir ein neues Banner erstellt. Alles selber gemacht. Über mehrere Stunden. Da ist Arbeit drin. Also, appreciated es. Ich dachte mir halt einfach so, ja, ich habe den alten Stil sehr gemocht. Mit den Spielen auch, die dann so im Universum rumfliegen. Nur passt es momentan einfach nicht. Es passt nicht zum Kanal selbst. Es passt auch nicht wirklich farblich rein. Deswegen habe ich natürlich ein Banner erstellt, sag ich mal, das zu mir passt. Da habe ich aber trotzdem vor, für PC und Konsolen gibt es ja immer größere Banner, dass ich da dann trotzdem noch die Spiele mit einfließen lasse. Das sieht man halt dann auf dem Handy nicht. Aber ja, soweit, das habe ich geändert. Ich hoffe, es gefällt euch und es stört euch auch nicht.
Für mich ist es, ich finde es halt einfach besser so. Sonst in Planung ist auch ein neues Logo. Also klar, auch in dem Stil, nur selbst gezeichnet von jemand, der da echt, echt talentiert drin ist und das schon für meinen Cousin gemacht hat, für den Helorus. Aber dazu noch, wenn es fertig ist oder wenn da genaueres da ist, dann kriegt ihr es sowieso mit und dann sage ich auch nochmal genau woher. Gut, so viel dazu. Was habe ich noch gemacht? Natürlich, ich habe noch etwas gemacht, Leute. Ich habe ein Outro erstellt. Ich habe schon seit längerer Zeit jetzt Lust gehabt auf ein Outro. Ich habe ja kein Intro in meinen Videos. Und ich habe auch kein Outro gehabt. Ich habe ja auch generell, also in den Standard-Let's Plays, habe ich ja wenig Cuts drin. So dass ihr so viel wie möglich einfach von der Geschichte mitbekommt. Ja, ich habe jetzt ein Outro. Ich habe es mir selber erstellt mit After Effects und was weiß ich. Es ist noch nicht das Premium vom Premium, aber ich bin echt damit sehr zufrieden. Es geht auch natürlich wieder um V, aus Vendetta. Ja, das wird jetzt immer am Ende der Videos eigentlich aufploppen. Also erschreckt euch nicht, falls ihr denkt, ah, das Video ist vorbei, Bildschirm wird schwarz. Danach passiert nochmal was. Geht auch nicht lang, aber ich finde, das rundet alles nochmal ab und dann sieht man auch nochmal alles vom Video, weil am Ende, wenn ich dann die Videos verlinke, die Playlist verlinke, dann ist ja immer das Bild noch belegt und brauchte ich nicht, haben wir jetzt ein Outro, gar kein Problem, lassen wir uns nicht stressen und ja, ich hoffe, es gefällt euch auch und ihr ja, seht auch ein bisschen, dass ich wieder versuche, qualitativ ja, aufzustocken, sage ich mal. Das ein bisschen hochzuziehen. Ich freue mich. Ich bin happy damit. Und ich hoffe einfach, ihr habt auch Spaß. Und ihr seid zufrieden mit dem, was ich hier mache. Ansonsten nochmal vielen Dank für jeglichen Support. Egal was. Ist es nur ein Klick? Ist es ein Kommentar? Ist es ein Like? Ist es ein Abo? Alles freut mich. Alles freut mich. Wenn wir kommen den 100 immer näher, auch wenn wir noch bei 60 sind, jetzt ein bisschen länger schon, aber ja, ich mache das ja einfach, um Leuten ja, ein bisschen den Tag zu erleichtern, verschönern, ein bisschen Leute rauszubringen aus ihrer alltäglichen Zone. Und wenn das klappt, dann bin ich mehr als happy. Und da müssen es nicht Millionen Leute sein. Ja, aber an der Stelle war es das von diesem kleinen Infovideo. Jetzt seid ihr wieder ein bisschen schlauer und ihr seid ein bisschen up to date. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns und wir sehen uns in einem neuen Video auf meinem Kanal. Bis dahin, haut's rein, bleibt's gesund und ciao, ciao. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, mit dem Outro, ne?